Einen wunderschönen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fatmans Test Video, heute mit dem Gym Simulator. Das Spiel ist unsagbar schlecht bewertet, es soll wahnsinnig sexistisch sein und einfach generell ziemlich scheiße. Es hat 68 Cent gekostet und deshalb werde ich mir heute ein eigenes Bild dieser Situation machen. Man könnte es auch VR spielen, ich hatte jetzt echt keinen Bock, meine VR-Brille für diesen Rotz da rauszuholen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, legen wir los. Okay, es läuft schon mal sehr gut. Scheiße, was ist denn hier los? Wow, Alter! Ach du Scheiße! Darf man das überhaupt zeigen auf YouTube? Was geht denn hier ab? It was at this moment he knew. He fucked up. Wieso ist das so laut? Wo bin ich hier gelandet, Alter? Ach du Scheiße! Was ist denn hier los? Oh mein Gott! Tap to exercise. Ich muss gleich mal leiser machen, das Spiel. Wenn ich rausfinde, wie. Man kann es anscheinend nicht leiser machen. Wow. Achso, nein. Ich will da draufhauen. Bam. Bam, Junge. Bam. Ups. Der Spiegel ist geil. Okay. Also Arme sind fertig. Alter, man muss doch die Musik ausschalten können. Du kannst hier nichts machen. Oh mein Gott. So, nochmal. Fuck, was ist hier los? Was ist denn hier los? Seilspringen, ich will Seilspringen. Okay, geht nicht. Ja? Ah, okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist denn hier los? Oh mein Gott! Ich kann's nicht fassen. Ich bin so geschockt. Okay, ja, aber trainiert. Cool. Ich fühle mich gleich besser. Hier ist die Waage. 51. Das muss weniger werden. Das muss viel weniger werden. Talk. Hello, Beauty! Oh, komm. Peace off, skinny loser. Ah, ich gehe jetzt pumpen, Madame. Da wirst Augen machen. Hello, Beauty! Fuck off, sexist, free, creep, pervert. Okay, die ganz entspannt, die gute. Show me what you've got. Was? Kann ich kaufen? Ja, hau her das Ding. Ich will das kaufen. Du kannst hier ja gar nichts machen. Was ist denn das für ein Müll? Laufen kann ich. Ich bin doch eh schon zu dünn. Ja, ich kann sogar rückwärts laufen. Und seitwärts. Der Spiegel ist echt der Hammer. Klimmzüge kann ich machen. So. Und. Mehr schaffe ich leider nicht. Alter, kann man hier noch irgendwas machen? Was ist denn das für ein Müll? Du drückst jetzt einfach die linke Maustaste und dann macht er die Übung hier. Mehr passiert hier nicht. Und diese Musik macht mich so aggressiv. Oh mein Gott. Bankdrücken, jetzt geht's ab. Ist das der Arnie da links, oder was? I'll be back. Schau mir meinen Arm an. Was ist mit meinem Arm los? Der ist so voll gebrochen. Kann ich mit dir trainieren oder so? Hi. Okay. Die sind alle recht entspannt hier in dem Fitnessstudio. Es ist ein sehr, sehr cooles Fitnessstudio auf jeden Fall. Alter, kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Wie lang pisst denn du, Alter? Hi, Dude. Das ist der Einzige, der sich unterhalten möchte, das? Oh mein Gott, das ist so schlecht. Was ist das so laut? Exit. Was ist jetzt los? Was mache ich denn hier draußen? Was ist das? Wieso kann ich denn hier dran? Weiter kann ich nicht. Ich kann bis hierher gehen. Oh mein Gott, du bist so unglaublich schlecht, Spiel. Da hinten ist einfach kein Boden mehr dann. Was ist hier los? Bus. No money. We'll have to walk. Walk wohin? Wo? Was ist das? Was ist hier? Was soll denn das sein? Oh, da ist meine Bude. Okay, ich habe sogar eine Wohnung. Oh. Kann man sich so überhaupt keine Mühe geben bei dem Spiel? Es ist ja unfassbar. Ah, das leuchtet, aber ich kann nichts damit tun. Es ist... Ja, was soll das? Was mache ich hier? Kannst du nichts machen?
Kannst du nichts machen? Das ist alles. Mehr kannst du in der Bude nicht machen. Wofür ist diese Scheißbude jetzt da? Okay, jetzt ist Tag. Und ich kann halt trotzdem einfach nichts machen. Und was ist hier? Ah, third person, come on. No money, we'll have to walk. Wo kriege ich denn Geld her? Das ist ja auch nicht. Was will ich hier? Also hier ist halt anscheinend mein Apartment, gell? Hier wohne ich. Und der Bus schmeißt mich hier raus. Was soll das? Oh Mann, jetzt bin ich in dieser scheiß Umkleide, hä? Look who has come. I bet he is a very such a sweet. Der steht immer noch beim Pissen. Was? Hä? Was soll das? Jetzt mach ich Liegestützen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind die Sit-Ups. Oh mein Gott, das ist so schlecht, Leute. Das ist so schlecht. Schau mal, wie der die Sit-Ups macht. Wusch. Was, der macht doch Sit-Ups und Liegestütze. Weil ich beides ausgewählt habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du... Yeah. Was machst? Steh auf. Kann ich mir aufstehen? Mann, ey, also wisst ihr, ich mag das ja, wenn die Spiele so ein bisschen scheiße sind, weil macht natürlich Sinn bei so einem Testvideo, damit es auch ein bisschen witzig ist. Aber das ist so scheiße, dass es schon echt nicht mehr witzig ist. Was ist denn hier los? Er kann auch nicht mehr aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich schau jetzt mal, ob ich gehen kann. Jetzt muss ich wieder durch diese Umkleide, die ist so laut. Vielleicht, wenn ich geschlafen habe. Boah, wetten wir, dass ich jetzt... Ich wusste es! Es ist so schlecht. Ich kann auch einfach in dieses Haus reinfahren. Oh mein Gott. Jetzt bin ich so daheim. Okay, schlafen wir mal. Natürlich wache ich so auf. Ich kann das nicht mehr wegmachen. Ich kann jetzt nur noch Liegestütze machen. In meiner Wohnung. Ich muss auch gar nicht ins Fitnessstudio gehen. Ich kann auch einfach hier bleiben. Bin jetzt duschen gegangen. Mit Klamotten. Aber ich kann nicht mehr aufhören zu duschen. Ich kann nicht mehr aufhören. Ich stehe jetzt da drin und Leute, ich habe das jetzt so 2-3 Tage durchgezogen und es verändert sich nichts. Ich weiß nicht, wie lange man da trainieren muss. Ja, jetzt kommen Witze. Drum schaust du so aus, weil du meinst, dass du nach 3 Tagen schon Resultate hast im Fitnessstudio. Nein, ich weiß natürlich, dass das in echt anders ist, aber es ist ein fucking Game. Die können nicht erwarten, dass irgendjemand diesen Dreck länger als 4 Tage spielt. Nie im Leben. Es ist anscheinend so, dass man da voll die Maschine wird und dann kann man auch die Mädels da in dem Ding aufreißen. Es soll anscheinend in den Kommentaren hieß, dass es wahnsinnig sexistisch ist und keine Ahnung. Oh Gott, das Gebäude da drüben ist total schief. Es ist mit Abstand der größte Dreck, den ich jemals gespielt habe. Nicht einmal 68 Cent ist. Wenn der Entwickler hergeht und sagt, hier hast du 10 Euro, spiel das eine Stunde. Nein, nicht einmal dann. Ich habe wirklich gedacht, man kann Freerunning nicht mehr toppen. Sie haben es geschafft. Es ist der absolute Dreck. Leute, haut rein. Nächsten Sonntag gibt es ein neues Fatmans Testvideo. Bis dahin eine schöne Zeit.